Ihr habt gefühlt schon Nein. alles, oder alles aus dem Shop, Oh aber Gott, alles Gute aus dem Shop, so. abbauen. Nein, ich meine halt, das, was gut ist, habe ich schon aus dem Shop. Ja, glaube ich. Sorry fürs Essen, aber kalte Pizza dann lieber warm. Ja, alles gut. Passt schon. Und sonst alles gut bei dir? Jo, und bei dir? Auch Ja. alle. Warte, ich mache die Wette ganz schnell. Schafft er den Sieg und darf ich den Skin gewinnen? Wie gesagt, du kannst laden, wo du willst. Hat eigentlich schon jemand gewonnen oder noch nie? Nö. Okay. So, Vorhersagen Sie auf 2 Minuten, entweder ja oder nein. So, wo gehe ich denn jetzt irgendwo Verbände gammeln? Ja, Simply war bei uns in den Custom Games eigentlich immer gut, aber das hat ja nichts zu heißen. Wo gehe ich denn hin? Quatsch, die Cranky hin. Wie gesagt, ich hole mir nur gerade die Verbände, damit ich meine Aufgabe fertig habe. Einfach nur easy die 10k Erfahrungspunkte mitholen. Ich sage, bis jetzt hat es zweimal der Luca probiert und einmal der andere. Scheiße. Wisst ihr noch, wer der andere war, der den Skin sicher spielen wollte? Zweimal war Der ja andere war Luca. der Marius. Doch, Marius, gehe ich ja schon nicht sicher. War ja auch so unglücklich. Er hat es ja probiert mit Kämpfen. Also, was heißt Kämpfen halt? Vorsichtig reinspielen. Ja, war es doch du, Marius, okay. Wie gesagt, ich hole mir das Medikit oder Verbände oder was schließt hier noch einer mit mir? Geh weg! Ich brauche nur Verbände. Lass mich in Ruhe. Bing, 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 bing. Ja, siehst du, da sind sie ja schon. Zum Teilschaden. Hallo, Pack! Zu blöd, um mir Fallschaden zu geben. Man kennt es. Manche hat es auch probiert. Ich sag, ich bin, was das betrifft, echt wie so ein alter Mann. Vergiss alles. So, schnell die Verbände. Ja, Luca zweimal, das weiß ich. So, dann nehme ich die 10.000 auch noch mitgeholt. Ey, Hand. So, jetzt zeige ich euch, wie man sich umbringt. Papa. Dann warten, bis ich ganz sterbe. Kann ich nicht im Wasser einfach ertrinken? Müsste eigentlich schneller gehen. Nein, natürlich nicht. Die Zone braucht natürlich auch. Gegner ist auch keiner da. Ach, nervig. Alles nur, weil ich 10.000 Punkte haben wollte. Und denkt dran, ihr könnt das alle machen, wie ihr jetzt. Einfach 5.000 Kanalpunkte und schon habt ihr die Chance, einen Skin zu gewinnen. Wo ist er eigentlich gelandet? Ah, er ist in Catty Corner alleine? Okay. Ne, mutig. So, jetzt sehen wir auch, was er macht. Bing, bing, bing. Oh, dann noch das schöne, das wunderbare Trikot. Ich sage, ich glaube, das gefällt mir echt auch am besten von allen Trikots. So, 49 Leben noch. Ich dachte gerade, er wäre, ne? Dass bei Catty Corner keiner gelandet ist. Ganz seltsam. Ja, auch, ne?
Ich sag, ja, das Problem ist, ihr wisst ja, wenn es drei Leute schon irgendwie gespielt haben, bringt mir auch gerne irgendwas durcheinander. Ich sag nur, der ist Schneider gelandet. Aber eigentlich auch richtig. Mit dem Chili kommt er schnell in die Zone. Ein Pump und ein AR reicht. Also der eben bei mir gelandet war, war definitiv ein Bot. Wenn das jetzt hier eine Bot-Runde wird, wird lustig. Gut, eigentlich ist. Marius, wie gesagt, ihr könnt gern immer wieder probieren, wenn ihr 5000 Kanalpunkte habt, den Skin zu erspielen. Ich sage, Epic Games hat mir heute, ich war kurz im Partnerprogramm drin, die wollen halt die ganzen unter 18-Jährigen halt jetzt raus haben. Deshalb muss ich nur bestätigen und hast du nicht gesehen. Dann wurde mir halt angeboten, ob ich weitermachen will. Oder halt aufhöre. Wenn ich aufhöre, entweder kriege ich 85 Dollar, was natürlich durch euch möglich ist, um Gottes Willen. Aber jetzt pass auf. Entweder 85 Dollar oder 21.800 V-Bucks. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, aber ich mache natürlich trotzdem weiter. Obwohl das schon heftig ist. Also die V-Bucks-Anzahl ist schon krass, ne? Ein Gegner. Ja, ich hätte entweder die 85 Dollar auszahlen lassen können, aber geht erst ab 100. Eigentlich. Oder halt 21.000 V-Bucks. Ich will nicht wissen, wie viele da auf die V-Bucks klicken. Ich meine, oh, da war ein dicker Hit. Ja, gut, geht noch. Ja, hinten auch Gegner. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, ich wollte ja gerade sagen, was meinst du, wie viele hingehen und holen sich die V-Bucks? Wenn die weiter pushen, wird es eng. Der Gorg, aber dann wäre halt auch der später gut weg. Und darfst du auch nicht vergessen. Und da kann ich keine Katzen mehr spielen. Ja, da geht jetzt einiges an Peilung drauf. Und jetzt wird es definitiv schwer. Gefühlt will auch keiner sterben, ne? Na der. Beste Gegner. Na, hat er irgendwas, was sich auch lohnt? Jetzt sind ja nur zwei. Oh. Ich sage. Lazy Lake war vielleicht nicht die beste Idee. Ja, das war, denke ich mal, definitiv ein Bot. Aber da hat er noch nicht mal zurückgeschossen. Oh. Ja, noch 25 Gegner. Zone kommt in einer Minute. Oh. Ich
würde in die Zone gehen. Guck mir die Schulter an. Zone ist schon ziemlich weit weg. Gefühlt viele wollen noch nicht sterben. Oh, die Zone kommt natürlich verdammt langsam. Ja, Goa, im Sand verstecken ist eine Sache, aber du musst die Runde ja auch gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich dachte auch, der Weg wäre weiter. Ich sage, unter die letzten 10 kommst du mit Verstecken eigentlich immer. Auch in Solo-Runden. Wenn dich halt wirklich einer direkt sieht. Und auch dann pusht. Jetzt wäre eine Heilung nochmal wichtig gewesen. Meinst du, Marius? Meinst du, er ist dann nervös? Ich sag ja, wo er eben nach Lazy Lake gegangen ist, habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt will er es aber wissen. Ist die Lobby noch offen? Nee. Da, 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 da. Ja, Mann, ich weiß ja, was du meinst. Du meinst halt, ob er nervös ist. Da hinten sind zwei. Ja, die sind aber am Fighten. Ja, Musik ist on point. Ganz ehrlich, ich glaube fast nicht, dass Ikea heute noch wirklich kommt. Ja, gut, technisch geht's. Wieder full live. Dann, das ist sowieso, was ich euch immer empfehle, probiert die Aufträge. Ihr wisst auf jeden Fall schon mal, wo ein Gegner drin ist. Und Baren kriegt ihr natürlich auch noch dazu. Er hat fast so viele Baren wie ich. Ja, Marius, dass er leicht nervös ist, ist ja klar. Wäre auch komisch, wenn nicht. Weil dann wird es halt nicht ernst nehmen. Das ist ein, das, ach ne, Support. Ich wollte gerade sagen, es sei eine AFK. Hi. Er macht doch die ich reite durch den Sand Taktik. So, der Stream läuft ganz normal, ne? Weil wie gesagt, ich bin das ja ganz sauer am Aufnehmen. Wie YouTube. Natürlich mehr Movement. Welche sind rechts von ihm? Ja. Die sind aber schon durchgezogen. Da hinten war noch Biggie links. Ich bin mal so nett. Helf ihm noch. Aber ich denke mal, das hat er auch selber gesehen. Ja, Marius, weil da geht halt in Anführungszeichen um nichts. Ja, aber das ganze Gepusche, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist. Aber eigentlich lieber Schaden an den anderen machen, als andersrum. Es sind noch 10 Gegner. Ja, das waren zum relativ noch gute Edits. Geht hier nach oben? Geht doch nur um 800 V-Bucks. Alles entspannt. Oh, 34er Hit.
Ah, Gegner ist auf dem Dach. Gegner macht doch genau das Richtige. Mit 0 Blue Life damit pushen. Ah ja. Hätte ich sein können, Kappa. Ja, das Laufen da oben ist ein bisschen schwierig. Da frage ich mich halt wirklich, was war dem seine Mission? So, jetzt leben nur noch einen neuen Gegner. Ah, er lässt Medikit liegen. Jetzt nur noch 7 Gegner. Der war glücklich für ihn. Obwohl die Edits sich eigentlich noch normal angehört haben, also nicht ganz los. Der war sogar knapp. Oh, es leben nur noch 4 andere. Das könnte echt funktionieren. Die sind noch außerhalb der Zone, nur noch 3 andere. Oh je. Ich glaube, jetzt glaube ich auch, dass er es schafft. 2 andere. Das sieht schwer nach dem Sieg aus. Der eine rennt durch die Zone. Am Ende. Der andere läuft einfach auf dem Dach darum, ohne irgendwas zu machen. Die bringen sich alle selber um. Ist halt jetzt die Frage, ist es ein Team oder nicht? Er gammelt ja nicht. Spielt ja schon, also wer nach Lazy Lake geht. Nein. Ah, das war knapp. Hat er echt das Glück, um keine nur 1 gegen 1 Situation. Ich krieg wieder den Hit. So, einer noch. Einer noch, dann hat er den Skin. Oder halt 800 V-Bucks. Ich weiß ja nicht, was er macht. Ob er spart oder eben sich die 800 V-Bucks holt. Vorausgesetzt, er findet den letzten. Was jetzt? Also, wir werden Sniper, ne? Weil der grüne Abschluss wäre jetzt halt einfach so, der Typ stirbt an der Zone. Nein. Er trifft auch noch. Der Gegner denkt, glaube ich, auch. Nö, oder? Nein. Ja, das wäre auch zu viel gewesen. Gegner war relativ zügig oben. Oh oh. Ah, Fallschaden. Nummer 70. Ich glaube, der Gegner ist nicht schlecht. Hat zwar jetzt noch nichts Besonderes gemacht, aber. Beide mit derselben Idee. Er hat 120 Leben. Jetzt halt die Frage, wie klar der Gegner. Ist er oben? Ne, ich hab unten. Hä? Irgendwo ist er im Baum. Ah, da unten kommt er. Gut. Deutlicher Vorteil bei Fabi. Eieiei. Highcore sitzt Todes. Marco, hier spielt gerade simply um die 800 V-Bucks. Ah, ich glaube, er gibt schon auf, oder? Weil, wenn er die Runde gewinnt, kriegt er halt von mir 800 V-Bucks. Das war's. Immer noch nicht. Nein, sind keine Karten. Jetzt sind wir ausgeglichen.
Bitte nicht an falsch sterben. Falsch an sterben. Gott, ey. Ich glaube, Fabi ist nervös. Jetzt ist er nervös. Da geht ein Gegner 3 Grund. Der Gegner könnte auch ziemlich zügig in die Zone. Ja, das ist wirklich spannend. Ich dachte erst, es wird eine easy Geschichte, aber er ist echt beim Bootjob. Tot. GG! GGs! Alter, war eine richtig nervös Quarre einfach. Aber was war das denn für einer? GG! Der hat halt irgendwie so richtig komisch gespielt, finde ich. Ne? Weil er spielt ja voll lost, dann wieder voll gut. Ja, abwechselnd halt einfach. Aber vollkommen. Auch von den anderen natürlich alle GG rein. So, willst du einen Skin haben oder die 800 V-Bucks behalten? Ich muss mir erstmal noch kurz den Shop nochmal angucken, weil ja, ich kann mir den Gehalt immer marker. Kann. Ja, ist gut. Ich glaube, für 800 ist eh nur Aura da. Ja, die hab ich schon. Ja, das war mir klar. Sonst ist gar keiner. Perfekt! Ich glaube, das hört sich schwer nach. Ich spare mir die 800 V-Bucks an. Ja, ich guck mal morgen oder so. Mal ja, wie gesagt, ich schreibe mir das auf. Ich glaube, der Monkey steht ja auch mit seinen 200 V-Bucks noch da. Und dann machen wir das so. Wie soll das denn machen? Soll ich mir einfach in den Chat schreiben oder? Ne, schreib mir einfach in den Chat. Ich hätte gerne den Skin. Okay. Gar kein Problem. Okay. Jo, mach ich. Alles klar. Und danke fürs Mitmachen. Und nochmal GG. Ja. Jo. Danke. Ciao. GG. Simply Fabi. Jo. So einfach bin ich dann 800 V-Bucks los. Ne? Zack. 1000 V-Bucks könnt ihr schon quasi abziehen. 200 kriegt noch der Monkey. Also ich schreibe hier 8000 hin. Direkt immer übertreiben. Bam, bam, bam. Und 800 jetzt der Fabi. Man braucht 5000 Kanalpunkte. So, gerade. Na, Aufnahme.